Nichts für ungut, aber euer Podcast über Spiele, Filme und das alltägliche Leben. Immer live auf Twitch und als Video on Demand auf unserem YouTube-Kanal. So, einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wie ihr uns gerade seht. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nichts für ungut, aber der Podcast über Spiele, Filme und das alltägliche Leben. Wieder mit dabei Heino, Micha, Fabian und ich, Angelo. Heute wollen wir über die Spiele-Highlights des kommenden Jahres 2020 reden. Kommendes Jahr? Ja, dieses Jahr natürlich. Dieses Alles Jahr. Klar, dieses. Aufnahme läuft gut, sehr gut. Optimal, gut. Wollen wir mal anfangen mit Monster Hunter World Iceborne? Können wir gerne machen. Ich meine, du hast schon gezockt, ne? Also den ersten quasi. Ja, das erste große Add-on quasi. Ja. Kommt oder erschien am 9.01.2020. Ist doch schon raus, ne? Genau, am 1.01. Beziehungsweise für die Xbox kam es schon am September. Stimmt, genau. 6. September. Stimmt. Xbox, die hatten eher was davon als unser eins. Ja, ja, ich bin ja eh so der Fan von diesem. Hast du gespielt? 1000 Iceborne nicht, aber das Hauptspiel dazu, ja. Aber ich auch. Aber ich glaube, ich habe 20 Stunden gespielt, dann habe ich aufgehört. Wenn überhaupt, ja, sag mal, wenn überhaupt. Ich habe, glaube ich, dreimal neu angefangen. Glaube ich, 4 oder 5 Bosse da gemacht. Ja, soweit gar nicht. Oder, das heißt Bosse, diese Anteile. Ja, die Viecher halt, ne? Genau. Ja, jetzt mit dem DLC kann man 27 neue Monster dazu und 2 neue Gebiete. Dazu kommt noch eine Story, die ca. 20 bis 30 Spielstunden angegeben ist. Genau. Die Geschichte so halt direkt nach dem Hauptspiel anschließt. Ja, aber die ist ja wohl eher nebensächlich. Also die ist ja sehr dünn gesät. Also Storyfaden ist. Ja. Es geht ja auch in diesen Art von Spielen nur um Monsterkloppen. Klopst auf Monster, gehen, immer, ja, eben. Immer genau, wieder kaputt, so wie immer wieder. Dann neue Lebensformen sowas geben, neue Jagd-Action. Genau. Neuen Schwierigkeitsgrad, der Meister. Neue Moves, neue Schleuder-Kombos, damit. Das Hauptquartier. Neue Rüstung. Diese Katzen da, diese. Ja, ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hab's mir letztes Jahr, wann war das? 2 Jahre kam's raus. Hab ich's mir gekauft. Ende März habe ich so runtergeschmissen. Ach, mein kleiner Fotzenklatscher, der war der Beste. Fotzenklatscher hieß der. Der ist wirklich so. Der ist wirklich so? Ja. Man glaubt's kaum, aber ich habe ihn so genannt, ne? Ja. Ich kann an das Video denken und. Welche Klappe, was? Ja gut, aber von den neuen Monstern sind viele eigentlich nur Varianten auch von den alten, was so irgendwie variiert. Das hat jetzt ein Feuermonster von früher, hat jetzt Blitzangriffe. Ja. Und hat ich 2 Flügel mehr. Also die haben sich ja nicht wirklich viel irgendwie überlegt. Aber mit den kommenden Patches, die danach gereicht werden, sollen auch die neue Monster kommen. Ja. Was ich auch knapp ist, nominiert für den Game Award für das. Ja. Gut. Bei Gamescom haben wir das da auch. Ja, wir sind vorbeigelaufen, hatten mal kurz Tonprobleme, aber. Für nichts Neues, ne? Aber ganz kurz nur, hallo, mit der Funkstrecke auf einer Gamescom-Messe, also da hier gut durchgehalten. Ja, erschienen, weiß nicht, ich will dazu erzählen. Ich meine, ich bin nicht so ein Freund von immer wieder denselben Monster killen, nur um dann 1% besser zu werden beim nächsten Mal. Ganz gut, aber Monster haben mich auch nicht so gecatcht, muss ich sagen. Nee, also ich fand's eigentlich nicht. Weil es war ja bis jetzt immer so ein Nintendo-Titel für den DS. Ich bin mal so frei, ich bin auch mal so ein Schwarz. Aber sieht aus wie letzte Abend mal, ne? Ich hab Hunger. Hab ich auf PSP damals gespielt. Monster Hunter Freedom. Ja, und dann dachte ich auch, boah, cool, weil ich die. Das so Monster Hunter. Mich hat's dann doch nicht so. Hab ich ja, glaube ich, schon 10-mal hier erzählt, dass einfach der Kacke ist. Also, ja, 4-mal erzählt. Ja. Wollte ich nochmal erzählen. Ist halt Kacke. Gut, Monster Hunter World. Ja, ist nicht für jeden, was für mich nicht. Für mich auch. Lass mal stehen. Genau. Gut, dann gehen wir weiter zu Warcraft 3 Reforged. Ja. Wer sich daran erinnert, Warcraft 3 erschien am 29. Quatsch, wie denn? Irgendwann 2003. 2002 erschien es. 2. So lange her, wird das 2. Aber erscheint jetzt am 29. Januar für ca. 27 Euro. HD aufgebessert. Ich glaube, die haben auch die kompletten. Neue Gestaltung der Völker. Genau. Allgemein. Die haben auch die kompletten Render-Videos neu gemacht. Genau, habe ich auch über 4 Stunden bewertet. Und das Addon ist auch dabei, The Frozen Throne. Genau. War übrigens sehr, sehr schwer war damals. Das ist kotzschwer. War krass. Warcraft 3 ist ja quasi der, ist ein geiles Spiel, ist der Grundstein für WoW. Also genau. Ja, darauf basiert die ganze Story von World of Warcraft. Ja. Ich fand Warcraft 3 eh immer geil. Also ja, die Story. Wirklich, ich habe selten in so einem Rollenspiel so eine geile Geschichte erlebt wie in Warcraft 3. Also ich spiele es auch immer wieder noch. Also jetzt nicht, aber halt das Original noch. Ich habe letztes Jahr mal angefangen. Immer wieder mal so zwischendurch, zack, 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 bis hast du. Ja, nur eine Woche, 2 Wochen, was dran, ne? So, ja. Dann bist du durch. Ja, die Story ist auch wirklich geil. Die Story ist einfach mega. Ja, und ich habe damals angefangen, weil Jan Hegenberg ja hier den Warcraft-Song gemacht hat. Ne, den kannte ich, ne, den WoW-Song. Warcraft 3. Hat er doch einen
Jan Hegenberg. Er war nicht zu WoW-Zeit? Wo ich live gesehen auf der Gamescom. Er war ganz cool. Und deswegen habe ich dann nicht so, boah, drei. Von damals auch noch bei Giga. Ja. Wer noch in unserem Alter ist und Giga kennt. So alt sind wir auch nicht mehr. Ja, bist du noch was? War nicht 42, 43? Was war Warcraft 3? Ja, Warcraft 3, genau. 25? Nein, Warcraft 3. Bei Giga halt dann viel gesehen damals auch. Und dann war ich sofort so, boah, geil. Demo erst haben, bevor ich dann gekauft habe. Habe ich es aber auch zum ersten. Ja. Und ich hab halt damals das Pack geholt, also Spiel plus Erweiterung. Quasi, also wo du weißt, okay, du musst dann da so laufen, wo was findest. Also ich werde es auf jeden Fall holen, ich fand das damals schon geil und jetzt ist geil. Aber ich bin jetzt nicht so der Online-Spieler mit anderen Leuten, weil die machen dich ja innerhalb von 2 Sekunden platt. Also die bauen genau, da ihre Türme da, kommen da mit diesem, wie heißt das, Tower Rush und so was alles. Ja, hier. Und ich will einfach nur bauen. Spielmodis wieder wie MOBAs und Tower Defense und so. Das ist halt auch wieder. Also ich würde es mir holen, weil ich die Story geil finde und die Grafik, die haben wirklich Modelle neu gemacht und ich glaube, die haben sogar an den Missionen umgeändert irgendwie. Ich meine, ich will zu lange mehr ins Detail gehen. Wir haben auch nicht ewig. Auf jeden Fall. Ja, Warcraft 3. Über 62 Reforged. Missionen. Weil auch DLC dabei ist. Genau. Der Addon. Ja, man sieht ja noch Addon, nicht DLC. Ah. Alles so Hauptmission oder mit Nebenmission? Alles Hauptmission. Ja. Du hast ja, in der Originalfassung hast du 3 Völker, die du quasi spielst. Einmal die Nachtelfen, die Menschen und Orks. Orks. Ja, und hinterher wird aus den Menschen die Untoten. Genau. Also, aber die spielen ja parallel und dann irgendwann kommen die alle zusammen, diese Geschichten und Erzählungen. Aber wirklich genial gemacht. Okay. Wirklich geil. Richtig gut gemacht, ja. Die Videos waren damals geil. Ich fand die Story richtig mega. Wie dann hinterher. Auch diese Geschichte dann quasi. Weil ja dann. Wir müssen auch. Also. Ja. Einen anderen Kontinent für sein Volk eine neue Heimat finden und so. Ja, wie Sprite quasi diesen Konflikt mit der Allianz quasi erstmal bricht und. Weil Arthas ja eigentlich anfangs gut war und aus guten Beweggründen immer böse wurde. Und hinterher durch erschwert Frostgraben korrumpiert wurde. Geile Story, wirklich geil gemacht, wirklich. Da oben steht er. Was mit dem. Ach stimmt, da sieht man nicht. Was sieht man den? Nee, es sind die Dings, die Box, die stand da rein. Okay, aber da steht er. Geil. Ach, gut, Rocker frei finde ich gut. Passt. Jetzt kommt Zombie Army 4. Da haben wir vorhin noch gesehen. Ich verlinke einfach mal hier kurz unser Reaction-Dings mal zu den. Wann kommt das raus? Warte. Am 4. Februar. Okay. Ich werde es mir mal angucken. Ja, komm, das ist witzig. Das ist auch witziger Trash. Ich fand's gut. Nein. Es ist der 4. Teil der Koop-Serie. Für 1946. Kann man den Hai auch spielen? Das ist witzig, das ist wirklich geil. Ist halt ein Ableger von Sniper Elite Spielerei. Sind halt die Entwickler. Siehst du auch, der eine Charakter sieht ja aus wie der Typ von Sniper Elite. Aber Sniper Elite ist das 54. Auch schon 3 Teile jetzt. 4 sogar. Aber das, ne? Ja, wo du halt der Scharfschütze bist und wo du dann siehst, wo du reinschießt da mit der Röntgen Dinger. Genau. Da dann haben sie jetzt auch ich den ersten Tag die Killcam wohl jetzt hier bei Zombie Army verbessert und zerstückelt quasi. Ja. Ist halt Actionladener. Ja, hat man ja gesehen. Ist halt Actionladener als Sniper Elite. Dann auch hier Röntgenzeitlupe für Bomben und so. Also wenn du geht, dass das dann. Aber ich finde die Story irgendwie witzig. Zombie-Hitler will wieder in die Macht, schickt seine Zombie-Armee los, um Europa zu erobern. Das ist schon witzig. Komm, das ist Trash. Wie gesagt, das sorry, aber ich finde. Es ist ja auch Multiplayer-Zock. Es ist ja quasi. Bestimmt wieder sowas, was du ewig das Gleiche machst, die ganze Zeit. Ja, Waffen. Nur irgendwelche Mobs killen. Ja. Waffen kann man wohl selber zusammenbauen auch. Genau, und dann so quasi. Aber auch nicht alle. Dass man quasi ein Gewehr hat, wo das Bajonett dann irgendwie Feuer ist. Ich habe es ja vorbereitet. Ich bin begeistert. Ja, das erste Mal. Hätte ich jetzt so ein Begeisterknopf? Hätte ich jetzt gerade begeistert. Schön, wenn es Zelda-Buch ist. Ja, du kannst halt hier zum Beispiel, habe ich ihm aufgeschrieben, sagen wir mal, ist eine Schrotflinte mit zu Elektro geschossen. Ja, versehen, genau. Weißt du, sowas halt. Keanu Reeves. Ja, das war bei wie heißt der nochmal? John Wick. Rick, genau. John Wick, genau. Wo er aus diesen beiden uralten Revolver aus dem Bürgerkrieg da einen zusammenbaut. Aber in Sekundenbruchteile. Irgendwo die Yakuza, peng, peng. Ist auch egal. Aber das finde ich eine geile Sache mit dem. Hat der Attentäter doch auch gemacht. Der Attentäter. Ja, hatte? Ja, krass. Die funktioniert man auch nicht. Ja, genau. Deswegen hat er Ladehemmung gehabt. Stimmt. Okay, also wie gesagt, du kannst sie mit anderen Geschossen versehen oder anderen visieren. Ja. Es gibt 9 Missionen und jede Mission geht ungefähr eine Stunde. Also bist du bei circa 10 Stunden Missionszeit. Ja, ist ein bis 4 Spiele. Ja, genau. Also ist halt Koop angelegt, du kannst auch alleine zocken und es gibt auch den Horde-Modus, wo du halt immer wieder gegen größere und immer größere Zombie-Welten ankämpfen musst. Man kennt es halt. Ja. Ja, kann man machen, mal gucken. Vielleicht werde ich nochmal, oder? Ich doch. Zieh nochmal.
Nein, geh doch auf solche Sachen ein. Nee, ich bin da auch, mal. Ich muss sagen, das sind so. Dafür kostet wahrscheinlich auch 30 Euro der Scheiß. Ja, wahrscheinlich sogar 50. Für 10 Stunden, überleg mal. Ja. 50. Ja. Ja, ich glaube auch, soll es 14,90 kosten. Oder so. wieder DLCs geben. Ja. Ja. Ja, oder geschlauert, scheiße. Okay, das war Zombie Army 4. Jetzt geht's, scheiße. Schön den Hockerzocker-Pulli. Ja, weißt du? Okay, Doom Eternal. Also Doom Eternal. Okay. Erscheint am 20. März. Da haben wir ja schon in unserer letzten Podcast-Folge, nicht in der letzten Folge, in unserem Gamescom. Podcast drüber geredet. Also verlinke ich jetzt hier irgendwo. Haben wir das, ja? Haben wir doch gezockt. Haben wir darüber gesprochen. Sah gut aus, ist schnell, ist farbenprächtiger als die anderen. Ja. Also. Seit 25 Jahren Doom. Ja. Na, ist jetzt so. 25 schon? Ja. Krass, ja. Kam auf der PlayStation, glaube ich. Ja, auf Nintendo. Total. Nee, war. Quatsch, nee, Nintendo 64 war Doom 64. Nee, ich meine PlayStation. Für PC, das erste war PC. Wo du noch in dieser pixeligen, wo die Waffe noch in der Mitte war. Ja, ja, wo du auch nicht hoch oder einfach nur immer nur da, wo du hingeschossen hast. Genau. Dann haben sie es auf die Waffe. Genau, und da kommen wir jetzt zu. Ja, müsstest du was zu sagen? Ja, es gibt hier One Pass mit zwei Kampagnen, ein Skin, klassischer Sound für Waffen. Scheiße, ich hab gar keinen Timer gestellt, ich weiß nicht, wie lange wir das aufnehmen. Und wenn man es vorbestellt, bekommt man Doom 64. Das ist nächste Woche, genau. Also wenn du das vorbestellst, ist Doom 64, erscheint dann auch am 20. März mit dem Doom halt. Ja, das ist die Version. Ist das Original? Remake, ne? Oder was? Ja, das ist die, quasi das Original, was auf dem Nintendo 64 rauskam. Also das Original für PC, nur etwas verbessert. Ja, genau. Remake oder was? Ja. Ja. Nee, es ist halt die Variante von Nintendo 64. Also die auf dem Nintendo 64 rauskam. In der Originalgrafik. Ja, wie damals auf dem N64, also pottenhässlich. Genau. Ist ja halt Beifang, wenn du vorbestellst. Neue Zufällige Benegnung. Richtig, den sag ich, ja. Die Ältere. Nee, das sollte auch erst mal geplant, das nur für Nintendo rauszubringen, also für die Nintendo-Konsolen wie Switch und sowas. Dann haben sie gesagt, komm, machen wir bei allen. Alle, die vorbestellen, kriegen die Scheiße dazu. Das ist ja quasi erst, also all wieder kam vor 2-3 Jahren, wo sie das Doom wieder rausgebracht haben, vor 2-3 Jahren oder so war das. Ja, das ist ja quasi der zweite. Neue Waffen geben. Und der Anzug soll wohl auch wieder verbessert sein. Bei Doom 64? Nee, bei Doom Eternal jetzt. Achso. Ja, das spielt sich ganz anders als die anderen. Noch schneller sein. Ist richtig schnell. Kommt gar nicht klar. Wo links und rechts ist. Ich saß ja da vorne, schon habe den Podcast erzählt. Da konnten ja auch alle hinten zugucken. Ich saß dann da, guck mir alle zu. Und ich habe Panik gehabt, dass ich versage. Und dann war neben mir der Panik. Der war ja wirklich so, der war so übereifrig. Nur rechts der Typ neben mir mit seinem Handy die ganze Zeit. Ich glaube, wir haben 20 Minuten gezockt, der war nur mit seinem Handy beschäftigt. Der kam gar nicht über das Tutorial hinaus. Hab ich erzählt damals im Podcast. Den Vorgänger habe ich geschafft. Auf der Xbox mit einem Game Pass mit drin. Und dann habe ich angefangen zu spielen. Und das, da ist es schon echt schnell. Also im Gegensatz zu Doom 3 damals ist das extrem schnell geworden. Das ist echt heftig. Es hat auch echt viele Sprungpassagen. Ich bin da manchmal verzweifelt. Und dann hinter die guckst, da gucken sie alle, die haben ihr Handy, machen da Fotos und nehmen der Typ mit seinem Handy. Der hat nicht gezockt. Der hat 3 Minuten angefangen, dann 20 Minuten lang. Ja, cool. Und dieses scheiß Munitionsproblem. Hast du genug gehabt? Nee, ich bin immer leer bei mir. Muss ich mal mieten, damit ich für welche neue Munition. Ich habe jede Menge gefunden. Aber ich bin auch ein guter Schütze gewesen. Zumindest bei Doom. Brauchst du nur so machen. Schon triffst du irgendwas. Das stimmt wirklich. Du musst ja immer die Gegner dann melden, dann kriegst du ja neue Muni. Weißt du? Ja, genau. Kannst du ja mit diesem Nahkampfangriff, das ist richtig geil gemacht, wenn du mit der Kettensäge rein von unten nach oben durchsimmelst. Ja. Oder hier, du hast dem einen in den Kopf so. Oder Leben kriegst du dann, ne? Oder so, Leben kriegst du auch, ja. Ich habe Position Leben. Das ist schon lange, letztes Jahr bewusst getroffen. Ja, Das ist einfach Kopf auf, Gehirn raus und genießen. Ja, du bist. Wir hatten ja. War ja schon, das war schon ein bisschen. Stimmt, das ist ein ganz anderes Aufwärts. Das war geil. Es war schon geil, aber war auch schon krass, weil man von Bewegungen her einfach der Kopf und ganz hinterher alles. Du hast auch nicht vergessen, das ist quasi die erste Generation von Feuerbrillen gewesen. Ich habe hier die HTC Vive, die normale. Ja. Wenn du jetzt so eine Pimax aufwachst, ist das ganz anders. Ja, wahrscheinlich. Passt das System dazu. Ja. Also die Grafik ist halt viel schärfer. Ja. Aber du hast halt dieses Problem, wenn du halt mit dem Controller läufst, hab ich zum Beispiel dann recht schwindelig und schlecht. Ja, genau, das hatte ich ja auch damals, obwohl ich dann so, ich glaube, nach 5 oder 10 Minuten war so, okay, jetzt muss ich erstmal Pause machen. Also teleportieren, kein Problem, aber laufen. Laufen geht, mein Neffe und ich haben vor 3 Wochen haben wir hier mal vorher gezockt, habe ich so ein Rennspiel gehabt für ihn.
Ja, eine halbe Stunde, nicht halbe. 20 Minuten gezockt, danach wurde ihm schlecht. Ich werde auf geht's. Nach 3 Minuten war mir schon schlecht, weil du sitzt halt da und oh, es geht so schnell, der wird richtig übel. Hier aufhören. Ja, es ist. Aber guter Übergang jetzt. Half-Life Alyx. Genau. Erste große ist der erste, ne? Also erste AAA-Spiel quasi exklusiv für Feuerball. Genau. Nur für Feuerball. Und 15 Jahre nach Half-Life 2 jetzt kommt. Ja, spielt glaube ich, also, spiel nee, also zwischen ist 1 und 2. Genau, zwischen 1 und 2, ne? Aber jetzt das Spiel. Aber Release. Genau, Release ist jetzt 15 Jahre nach Half-Life 2. Ja, genau. Soll voraussichtlich März 20 rauskommen? Ja, ist kein genaues, auf jeden Fall immer im März. Ja, der erste Teil ist 8 rausgekommen. Komplett neuer Teil? Das, ja, der hat die Geschichte zwischen dem ersten und zweiten genau. Zweite erzählt. Wie halt diese Kombine, diese Aliens, die Welt quasi genau. erobert haben. Also es ist kein. Okay, warum die das jetzt so gemacht haben, dass du mit West zum Beispiel hier plus Link jetzt auch Half-Life zocken. Ja, genau. Ja, also, damit fixen sie die jetzt also, alle ja. an. Ja, aber genau, das ist geil. Das alte Half-Life auf VR zu zocken. Mega geil. Apropos alte Half-Life, jetzt wo du sagst, du kannst noch bis. Warte, lass mich nicht lügen. Jetzt mache ich sie hoch, hier Heizung. Habe ich gestern gesehen, dieses Wochenende ist Half-Life, also die ersten zwei Teile auf jeden Fall umsonst bei, glaube ich auch. Was war Steam Epic? Aber du kannst den ersten sogar noch bis März zocken, okay, bis zum Release cool. von dem Spiel. Und da werde ich aber machen. Also, falls es wirklich im März rauskommt, dann natürlich eine Sache, ne? Ja, ich denke schon, dass sie das rausbringen werden. Also, der erste war wirklich damals mega genau, geil. Genau, aber es ist kein offizieller dritter Titel, also. Nee. Teil 3 ist halt die Vorgeschichte. Genau. Also die Vorgeschichte vom zweiten und die Nachgeschichte vom ersten. Du bist ja, warte. Alyx Geschichte Vance. Alyx Vance, genau. Kampf gegen die Außerirdischen Combine. Ja. So. Das? Was denn? Hast du die Quest immer noch nicht, Heino? ich weiß nicht. Soll auf jeden VR-Brille holen. Die soll richtig gut. Soll rauskommen. Mittlerweile gibt es viele. Beziehungsweise ist es geplant bis jetzt für HTC Vive, Windows MR, Valve Index. No, Valve Index heißt die. Der kostet 1200 Euro. Ja, Problem ist, wenn ich. Es ist denkbar, also sind, habe ich gelesen, noch ob das auch für. Vielleicht habe ich es ja auch ein Jahr später auf jeden Fall. Ja, ist hier, coole Macherei. Ja, natürlich. Ja, die 5 hat genau, auf jeden Fall die passende Hardware. Wenn du die Valve Index schon hast oder die du gekauft hast letztes Jahr, dann kriegst du. Ich meine, ist ja schon geil. Das ist auch cool. Valve, ne? Wenn, wenn du überlegst, dass sie vor 3 Jahren gesagt haben, auf 4 Jahren, das ist ja Nische, VR wird sowieso nichts, ja, nur so kleine Shooter. Auch. Und jetzt hast du mittlerweile schon wirklich so AAA-Dinger. Aber ich glaube, ich kann nicht zocken. Wenn ich mich dann mit dem Controller bewegen muss, da fange ich an zu reiern. Ich würde es gerne, aber. Genau. Aber die neuen Brillen haben das wohl nicht. Ja, die kosten auch, ne? Die Pimax. 1-2 finde ich auch schon. Einfach die Kosten, was? Fernseher für 2 Jahre. Alle 2 Jahre. Alle 2 Jahre. Oder ein Rechner für 3. Ja. Aber der auf jeden Fall die Pimax benutzen. Und soll wohl bei der Vorspiel, wenn du es vorbestellst, 49,90 kosten. Ja gut, das ist ein ganz normaler Spielpreis. Ja, ich habe noch herausgefunden, Voraussetzungen, plus 10, 12 GB Arbeitsspeicher, Core i5, 2005 oder ein Ryzen 5. Das ist wahrscheinlich die Minimum-Variante, die du vorliest, ne? Ja. Ryzen 5, 1600 und Grafikkarten durch Grafikkarten technisch so rum. eine GTX 1060 oder eine RX 108? Ich würde es ja schon, mich würde es ja reizen für den ersten Schon. Ich weiß nicht, also ich kann halt nicht mehr viel. Ja, ich sagen, ob das jetzt von der Voraussetzung ist oder. Weiß ich. Aber ich spiele halt wenig VR, also auf einem sowas. Ja. Also teleportieren geht, aber alles andere ist ekler. Willst du den Batteriestatus gucken? VR ist schon sehr niedrig. Ne? Solltest du mindestens eine 3. Wenn nicht sogar eine 2. Ja, ich denke mir jetzt auch, ne, 6 GB RAM für eine Grafikkarte. Gerade für einen VR-Titel, glaube ich, ist relativ wenig. Ne? Mhm. Dass du schon 6 GB ist sehr wenig. Ne, dass man da schon echt eigentlich mehr. kostet auch nichts mehr. RAM-Speicher meinst du? Also, RAM-Speicher kostet. Im Moment ist er günstig. Ich habe jetzt bekommen 16 GB für 70 Euro oder noch 75. Ja, guck mal, 12 GB Arbeitsspeicher ist jetzt für heutige Zeit, glaube ich, ist es auch nicht viel, ne? Nein. Wenn ich überlege, mein PC läuft noch mit 4 GB Arbeitsspeicher. Also ja, du hast doch einen uralten Rechner. Und DDR2. Ich brauche noch 12. 12? Aber ja. 12. Ich wollte nur mal sagen, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
Ja, eine da hingelegt. Ja, hast du jetzt wieder eine zittrige Hand heute, dass wir hier den hier? Bandagierte Namen. Ja, mal gucken. Vielleicht hole ich mir Half-Life Alex, weiß ich noch nicht. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Spiel, was ich heiß ersehnlich erwarte. Nein. Resident Evil 3 Nemesis, das Remake. Ja. Wo wir uns vorhin auch in unserem Reaction-Video, was ich hier verlinke. Genau. Ja, mal schon. Ja, kommt am 3. April. Passend habe ich am 10. April Urlaub. Das heißt, ich kann es zocken auf diesem Kanal, könnt gerne einschauen. Vielleicht könnten wir auch mal zusammen irgendwer, dass man abwechselnd jeder mal eine Stunde zockt. Dass man quasi, ja, ich weiß, also ich will es alleine zocken. Ich zocke eigentlich immer, ich habe auch nicht zwei Autos. Ich kenne das doch, ja. Ich sag nur, das ist Search 2. Ja, Resident Evil 3, ne? Ich habe Mass Effect vorgeschlagen. Ja, du, ihr schlagt viele Sachen vor, wir machen es trotzdem nie. Liegt ja nicht an mir. Liegt ja nicht an mir. Ich kann nicht, da bin ich grillen, da bin ich Fußball gucken, da bin ich grillen, da bin ich meinen Eltern essen, da sind wir essen, da bin ich Fußball gucken, danach bin ich Fußball gucken, danach bin ich essen. Geht's bei Frankfurt? Gut, wie gesagt, Teil 2 und 3 wurden halt zeitgleich entwickelt, weil eigentlich keiner wusste, ich natürlich auch nicht. Deswegen kommt der jetzt schon 8 Monate später raus, was ich übrigens geil finde. Deswegen haben wir auch dieselbe Grafik und dieselbe Gameplay-Design im zweiten Teil. Haben wir auch vorhin gesehen. Hat man ja einen Trailer gesehen. Genau. Rauskommen. Ist halt nicht so meins. Ich habe noch nie so ein Ding wie Resident Evil gezockt. Ich habe noch nie einen Film davon gesehen. Ich kenne nichts. Also ich habe es egal. Ich habe den dritten Teil mit meinem Kollegen damals. Also ist ja schon. Ja. Wann kam der dritte Teil damals raus? 98 oder so? Nein. Oder ich glaube 99. Oder doch, 98, 99. 99. Ja, der erste ist 96. Boah, ist wirklich lange her. Alt war ich da, war ich 10, 11. Ne? Da hat man mal. Nicht so vorgegeben. Dann habe ich erst wieder richtig angefangen mit Resident Evil 5 und 6. Ne? Also 5 fand ich gut, 6 geht so. Ja. Für mich sind auch die ersten drei am besten. Und, ich meine, das war ja mal ein ganz neues. Ja, vorher kanntest du halt nur Alone in the Dark. Das war damals so der Grundstein. Diese Kameraführung einfach, dass du halt dieses... Die war eine feste Wackelführung. Ja, genau, die war halt fest und du läufst dann so und denkst dir, ah, okay. Aber Resident Evil hatte halt das Zombie-Survival-Genre neu begründet und ist auch 20 Jahre später immer noch geil. Ja. Okay, spielerisch ist Resident Evil 1 doch ein bisschen schlecht gealtert, weil dieses ganze Hin- und Herrennen und mit 6 Plätzen im Metall kacke, aber man kann sich. Ja, wer weiß, ob sie das geändert haben jetzt auch. Ja, ist ja gesagt, hast du den zweiten nicht gespielt? Oder? Nee. Hast du auch nicht ein Video gesehen, was ich gemacht habe? Die Videos? Nö. Hast du nie nötig, ne? Hast du nie nötig? Ja, nee, nötig. Hast du auch dann geguckt? Ja. So, haben wir noch was? Ja, wie gesagt, also, die großen Änderungen im Remake von vielleicht zu damals sind, du hast keine Entscheidung mehr, die du treffen kannst. Du konntest ja im dritten Teil, immer wenn Nemesis kam, hattest du ja zwei Möglichkeiten. Ja, entweder ich hast ihn unter Strom gesetzt oder hast ihn irgendwo runtergeschubst oder ist abgehauen und jetzt ist es halt festgescriptet. Genau. Was ich auch gelesen habe. Was ich auch nicht schlimm finde. Also bei Mass Effect. Ja. Und noch, es gibt keine unterschiedlichen Enden. Es gibt nur noch ein Ende. Ja, was ich auch gefunden habe, dass wohl mehrere Spieler auch auf der Karte sein könnten und die dann außerhalb von dem Spielgebiet von einer, wo einer ist, halt noch so Nebenquests machen können irgendwie. Ja. Das ist ja dieser Mehrspielermodus, der Resistance, weißt du, glaube ich. Genau, Resident Evil Resistance. Ja, da kommen wir noch gleich zu. Übrigens, die Handlung wurde auch verändert. Also du hast jetzt quasi, wie habe ich schon mal im Links erzählt, in unserem Reaction-Event, Carlos, der hatte damals eigentlich nur so eine Nebenrolle, der Typ da, mit dem Muschelkopf, mit der Bub-Frisur. Den zockst du jetzt auch wohl länger, also längere Passagen. Also die haben die Story quasi ein bisschen umgekrempelt, weil da vielen so aufgestoßen sind, nee, ist ja nicht mehr so wie früher. Nee, ist ein Remake, ganz einfach. Ja, Remake ist nicht mehr was Schlechtes. Ja, viele verstehen beim Remake, nehmen das alte Spiel, motzen das einfach von der Grafik her auf oder ein bisschen vom Spielen. Das ist aber kein Remake, das ist dann ein, der Name fällt mir nie ein. Ja. Komm hier, Jurist, was ist das? Remaster. Repolish, ne? Das ist ein Remaster, das ist ein Remake. Das Grundgerüst, aber das Innenleben ist neu. Wie das so ein Remake soll so sein wie das alte, nur bessere Grafik. Also ich finde, so sehen das viele. Ja, also wie ein Remaster. Ich finde super, wenn die neue Sachen machen. Remastered Edition. Das ist dasselbe Game. Ja, das ist Remaster. Das ist kein Remake. Das ist ein Remaster. Ja, was ich noch, es soll wohl auch eine Collector's Edition geben. Ich sieb immer eine Collector's Edition. Dann hast du drin eine Jill-Figur, ein Artbook, eine Karte von Raccoon City, Soundtrack auf 2 CDs, soll 160. CD, ey. Vielleicht wäre Soundtrack. Ja, 160. Also, wenn wir gleich zum nächsten Spiel kommen, da flackerst du mit den Ohren, da habe ich auch was gefunden. Also, diese ganzen Collector's Editions, die sind immer alle so teuer, übertrieben. Und da sind so Soundtrack ist echt richtig. Also nicht. Braucht man gar nicht. Vor allem auf CD. Nein. Die müssen sie mir noch ein Radio dann mitschicken, damit ich abspielen kann. Ja, so. Kannst du im Auto hören. Ich habe ja gar keinen CD-Spieler.
Ja. Kannst du im Auto hören. Schön nachts nach Hause fahren, auf einer Nachtschicht. schön laut. Das ching, ching. Ja. Das war bescheuert, ey. Schatz, ich komme ein bisschen später. Ich fahre eine Runde, um nicht auszusteigen. Ich muss die Oma noch. Wo wir schon mal hier bei Handlung sind. Es gibt auch mehrere Charaktere, die in den alten Teilen gar nicht vorkamen. Also die haben, weil ich schon teilweise gesehen habe, die Geschichte spielt wohl zeitgleich. Beginnt da, wo der ganze Scheiß anfängt mit dem Virus in Raccoon City. Also wo wirklich die Polizei versucht, die in Ordnung zu bringen und also quasi alle den Bach runtergeht. Im ersten Teilfilm, wo dann das ausgebrochen ist. Ja gut, das war ja nur im Spencer-Anwesen davor, ja, wo sie losgegangen sind. Aber es ist quasi wirklich dann, du erlebst auch die Geschichte mit, wie es dazu kam, dass die Zombies da halt überrennen konnten. Und das war eben, ihr könnt eure schwule Scheiße mal sein lassen jetzt hier. Ich mach gar nichts. Ey, du und deine Füße leid ihm mal, ne? Jetzt ich hab meinen Fuß hier oben, weil der Boden Gott, so kalt ist. Boah, der muss immer einen angrapschen und einen angucken, meine Fresse, ne? Cooler Scheiße. So. Ja, ist doch wahr, ey. Immer mit seiner Grabscherei geht man so auf den Bühne. Ich mach gar nichts. Doch! So, weiter zählt's hier. Hier ist ein Fuß. Doch. Ihr seht es, ein Fuß. Ich wollte nur sagen, du hast gespuckt. Ich spuck generell. Ich hab wirklich gespuckt. Halt eine feuchte Aussprache. So, wie gesagt. Nächstes Spiel, ja. Ich bin nicht fertig. Nein. So. Ja, dieses Mal soll auch der Fokus mehr auf Geräusche liegen, also dass du quasi schon Zombie oder Gefahren hörst. Oh. Ja, also so schlürfende Schritte oder Glas verknirscht, keine Ahnung. Aber die Schelle ging so. Doch. Ah, die Schelle. Hallo, ich bin ein Zombie. Lassen Sie mich Pizza rein. Pizza ist da. Pizza ist da. Also ich würde es auf jeden Fall holen und noch zocken. Wann kommt das raus? April war das? Ja, 3. April. Genau, 3. April. Und dann gibt es natürlich noch den Mehrspielermodus. Project Resistance. Resistance. Ist Englisch. Genau. Ja, nee, die Collector sind 64. Euro. Ich glaube, ja, so 60, 70 Euro, aber ja, die Collector sind halt 160. Also die normale Version 60, 70 Euro? Nein, 50, 49 irgendwas. Das kostet immer. Auf 60 Euro. Teuerst du willst auf Steam? Ja, am teuersten wird es auf PlayStation sein. Dann zahlst du 60 Euro oder 70. Ja, okay. Ich sag ja auch für rechne Xbox mal mit, ja, mit 49, 95. Ja, so. Ja, würde ich sagen. Ja, 70 nochmal. Kostet kein normales PC-Spiel. Ich bin mal gespannt, wie lange ja, man dafür braucht, um da durchzuzocken. Aber es ist. Ich denke mal, ist dann wie im ersten. 10, 12 Stunden. Es kommt ja nicht für den PC, es kommt auch für Xbox PlayStation. Aber ich denke mal, Xbox PlayStation, da wird das teurer sein als. Ja, aber gerade gesagt, 60. 60, 70. Ja. Ja, wie gesagt, Project Resistance war ja quasi erst ein Alleinprojekt, wo alle dachten, oh, da wird ein Mehrspieler, Resident Evil, wo dann quasi vier Leute zusammen in so einem Ding sind und einer ist der Bösewicht. Der kann da Kreaturen da und da spawnen, ja, Fallen setzen. Das ist quasi jetzt nur eine Beigabe. Genau. Und da finde ich auch schon mal interessant. Genau, und da in diesem Multiplayer soll es so sein, dass dann Nebenaufgaben irgendwie gerade noch sehen können. Ja. Gut, aber Resident Evil, ich find's geil, ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Gut, Final Fantasy VII Remake. Gestehen. Ist, glaube ich, nicht unser Spiel. Nee, ich habe, also, glaube ich, 1997 dann rausgemacht. Das ist ein basierter Kampf. Ja, ich habe es da auch schon angezockt. Ich kann mich damit nicht. Ich habe mit Final Fantasy erst mit Teil 13 angefangen. Nee, Teil 10. Ja, ich habe damals den 7. wieder 1997 erst rausgekommen. Ich habe Crisis Core mal gespielt auf PSP. Und aber ich fand halt. Ich glaube, nee, das ist doch 13, glaube ich. Wenn es 13 war. Und da fand ich es geil. Also, das hat mir Spaß gemacht. Habe ich gespielt. Also PlayStation 1. Meins war es jetzt auch nicht unbedingt. Rundenbasierter, ja, Kampf, ne? Ja. Gleich, wir hauen uns in eine Fresse, so. Ich hau dir eine rein. Mhm. Ja, obwohl. Und dann stehe ich da und dann haust du mir eine rein. Oh ja, bitte. Rein. Komm, mit 50 Frames die Sekunde. Das ist ganz nice bei so Games wie so Advance sowas. Kennst du das? Ja, ich mag die auch nicht. Du hast noch für Gameboy, wo du so Militäreinheiten hast, so also, ja, Panzer, genau, und so. Dann hast du so ein Schlachtfeld und dann kannst du immer jedes Fahrzeug, kannst immer noch bestimmte Felder, ja, weit, okay, bewegen. Das, ja, das kenne ich auch. Ja. Und dann musst du halt. Oder hier wie bei Heroes Might and Magic. Dann einmal ist der dran. Ne? Du wolltest gerade sagen, Feldern. Okay. Ja, jetzt bei solchen Zügen, ne? Genau, um jetzt, genau, mal, genau. Strategisch irgendwie vorzugehen, richtig, dass ich da hinkomme. Richtig. Aber der Kampf an sich, dass der rundenbasiert ist. Ja, das haben sie genauso. Aber, ja, aber auf einer anderen Basis noch. Ja, meins war sowieso nie Final Fantasy. Aber nicht mal, da erscheint jetzt nach 5 Jahren Arbeit. Ja. Hier in 5 Jahre haben sie aber das ist Zeit nicht, ist jetzt ein neuer Scheiß. Ja, also ja, 5 Jahre finde ich schon nicht schlecht. Und Assassin's Creed. Diese rundenbasierte, das haben sie ab. Da haben sie es nämlich dann geändert. Mich aber wenn du zu leise flüstert, das hört man nicht. Ne? Also ja, ich musste überlegen, du Arsch. Der hat neues Geld eingeschaltet. Ja. Die haben das jetzt anders gemacht? Ja, da ist dann wirklich so, wie beim Rollenspieler, wirklich so, dass du hin und kannst richtig. Der wehrt sich auch dann so, also normaler, ja, genau, also normaler Kampf. Echtzeit. Echtzeit. Das ist ganz cool. Ja, Final Fantasy VII.
Inhaltlich soll es so groß sein wie zwei Blu-ray-Discs. Also, ja. soll riesig sein. Und es, weil wir gerade auch schon bei Resident Evil mit Special Editions und so, da soll es eine First Class Edition geben. Michael. Für die PS4. Guckt sich mal die Dinger an. Ja. Jetzt mal ehrlich. Denn bei unserer ersten Podcast-Folge, weiß ich noch, fingst du an mit deinem Destiny Super Special Paket für 110 Euro. Ja. Wo ich fragte, war dabei, der Knarre? Was war dabei für eine Scheiße wieder, ne? Ja, DLC. Ey, du holst so. Du die echt diese Extended? Nein. Es ist jetzt nur für die PS4. Aber das ist genau drin. Viel gefunden. Da ist das Spiel, Figur, Artbook und viele Sachen dabei. Immer das Gleiche. Kostet. Ja. 299,99 für die PS4. Also das ist schon echt krass. Voll krank. Deswegen, ja. Guck, das sind so Infos, die brauche ich nicht. Also doch, weil es gibt zu jedem Spiel eine Collector's Edition. Zu jedem verkackten Spiel kommt eine verkackte Collector's Edition und kein Schwanz braucht einen Soundtrack. Oder Soundtrack, eine Figur, die du hinstellst. Also doch, Collector brauchen das. Ja, es gibt welche. Also Sammler meinst du? Es gibt auch viele, die sagen, Final Fantasy 7 damals war eines der besten Final Fantasy Teile, die es gab. Ja, ich weiß, eingefleischte Fans, ich denke mal, die werden sich auch diese scheiß First Class Edition für sicher gibt's Leute, die sich 300 holen, Euro bestellen. Final Fantasy 1 ist der erfolgreichsten Spiel. Ja. Ja, Franchise. Da gibt es auch schon zigtausend Teile von. Das kann man nicht vergessen. Also, schon, da gibt's richtige die haben ja auch alle ihre Daseinsberechtigung. Es gibt mir einfach nur diese Collectors Editions. Ja, aber die werden sich rausnehmen. Aber das ist so eine Info, die finde ich einfach so krass. Weißt du, ey, für 300 Euro selbst ich mir kein Spiel kaufen für. Nee. Also, das ist. Es sei denn, der Scheiß da drin ist so geil, dass ich den haben möchte. Wie zum Beispiel, weil ich eine Haarlocke vom Entwickler oder so hatte. Weiß ich nicht. Oder, ja, okay, das nicht, aber wenn es so. Es gab halt von Dark Souls Style nochmals auch so eine Collector-Ding. Da war ja diese Riesenfigur mit dabei. Ja, genau. Da hätte ich gesagt, okay. Ja, genau, sowas. Da würde ich sagen, okay. Weil die Figur allein kostet wahrscheinlich 150, 160 Euro schon. Ne? Und die sah auch gut aus. Ja. Und da war noch irgendwie, ich glaube. Soundtrick? Ich hab's ja nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber dieses Artbook finde ich genauso banal. Nee, ich hab hier von Resident Evil. Ich hab hier von, Pandaria damals. Ja. Habe ich auch die Collector's Edition, aber da war ich besoffen, als ich die geholt habe. Das ist eine lustige Story. Ja, das war wirklich so. Wir waren damals beim Mitternachtsverkauf. Besoffen. Nee, das war Mitternachtsvorverkauf. Da haben wir vorher bei mir noch Party gemacht in einem Bude. Ich sag, pass auf, wir treffen uns da und dann. Das war auf dem Sonntag. Nee, war auf dem Dienstag, genau. Und Saturn hatte dann um 0 Uhr, quasi mittwochs, 0 Uhr morgens, hatte diesen Vorverkauf gehabt. Ja. Sagen wir, gehen wir zu mir, trinken ein bisschen was und dann fahren wir da hin, holen uns die. Wir waren mit 6, 7 Mann. Hab ich auf der Arbeit erzählt, die ganzen Weiber dachten, ich mach Party zu Hause, ne? Ich sag, ja, aber um 11 Uhr schmeiß ich raus. Ja, ja, natürlich. Ja. Party gemacht, natürlich, die dachten, ein paar Mal angestellt, wären zu laut. Und getrunken, haben wir ganz Kasten weggemacht. Um 11 Uhr, ich sag, so, wir müssen los, wir müssen nach Saturn. Und erstmal, wie jetzt wirklich? Ich sag, sie machen mit einem Scherz. Dann sind wir da hingefahren. Und dann stand man halt in der Schlange. Ich muss die Story mal anders mal erzählen. Zu sehr in die Materie gehen. Übrigens, ich habe übrigens letztes Mal hier Star Wars Knights of the Old Republic angefangen. Das ist ja eigentlich ein geiles Game. Mhm. Der erste Teil? Ja, aber ich kam auch nicht auf dieses Kampfsystem, klar, weil das ja auch so hart rundenbasiert ist. Das habe ich auch gespielt. War gut. Also, habe ich nach 10 Minuten ausgemacht. Kann ich nicht spielen. Dieses Kampfsystem mit mir so auf den Sack, diese rundenbasierte Kacke. Ja. Gut, ja, wie gesagt, also ich stand bei der Saturn oben. Du wolltest das nochmal erzählen. Ja, die Vorgeschichte. Ihr wollt immer noch besoffen? Nein, doch. Auf jeden Fall standen wir halt da. Hat er doch gesagt. Meine Kumpels alle, diese Collector's Edition gehabt, ich die normale. Ich dachte, mir reicht die normale. Und weil ich so besoffen war, guck ich jetzt so an. Vielleicht ist größer als Schweiß, ne? Ja, wir alle übrigens besoffen. Vielleicht mal da. Zurückgetaumelt, die große Box geholt. Dann stand ja da, ich die große. 70 Euro für bezahlt. Da war auch dieses Artbook, das große, ein Soundtrack, ein Mauspad. Ja, da steht es da. Genau, da ist noch die Serie Box. Sieht man ja nicht ganz so. Ja, sieht man nicht ganz so, aber darauf wollte ich zu hinaus, weil ich war besoffen. Das war mein einziger Grund. Ja. Das hätte ich nicht gemacht. Okay. Aber dieses, weil Knights of the Old Republic da gewöhnt sind? Ja, ich fand das anfangs auch kacke. Aber man gewöhnt sich an alles. Aber das ist bei Final Fantasy. Das ist ein geiles Spiel, wirklich. Bei Final Fantasy genauso. Man gewöhnt sich an dieses. Für mich war es auch neu, wo ich das damals angefangen habe. Auf der Xbox 360 noch. War es auch was Neues, einfach dieses rundenbasierte Ding. Aber die Story allein von Final Fantasy ist immer so geil. Also, das ist schon sehr bewegend immer. Ja, das stimmt. Ja, man gewöhnt sich wirklich an die ganze Grafik. Ja. Das ist halt so. Das ist einfach nur Gewöhnungssache. Hast du eine Stunde oder eine halbe Stunde, bist du drin. Ja, hast du das Original mit? Das ist schon alt, oder? Ja, Old Republic? Ja. Ich hab für 3,90 Euro gekauft. Ich glaube, das habe ich echt gerne. War einziges Star Wars-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ja, du kannst ja auch gut die Entscheidung treffen, kannst ja alles machen, gut, böse, alles, ne? Das ist schon geil. Aber ich glaube, das Kampfsystem kann ich mir nicht gönnen. Mein Gott. Ja, mit gut böse fand ich damals bei Fable auch geil. Das sind Fable habe ich Fable 3, nee, 2. 2, 3 habe ich. Erst und zweiten getan. Also, ersten habe ich gesuchtet damals auf der.
kalt, hä? Nee, meine sind auch kalt. Kalt. Ja, so Schwarztee. Ja, vor dem Sommer habt ihr nie Zeit. Also müsst ihr im Winter frieren, ganz einfach. Ja, wir machen die Heizung ja auf 4 und du auf 1. Aha, also doch, jetzt habe ich es. Das ist die Verraten, mein Freund. Nee, aber hat er halt unterstellt? Ja, hat er einen Fogen gemacht? Man, das muss unter, ja, das unter geht immer weiter weg. Ich biege das immer in meine Richtung und dann geht es immer so. Ja, aber ich sag ja, storytechnisch und so, Final Fantasy fand ich am Teil 13. Gut, da schießen wir jetzt Final Fantasy ab, würde ich sagen. Und dann kommen wir zu Predator Hunting Grounds. Predator Hunting Grounds, ja. Soll rauskommen, 14. Ich habe auch Track gesehen, exklusiv für PS4. Genau, aber soll auch für den PC rauskommen. Habe ich auch. Sicher? Ja, habe ich auch von. Okay, ist nämlich ein Multiplayer-Shooter, 4 gegen 1. Asymmetrischer. Ja, mein Gott, ja. Ja, wenn, ganz genau. Wenn schon richtig. Bevor ich weiterziehe, hast du noch eine Collectors-Box-Geschichte? Das hast du keine. Da nicht, aber soll angelehnt sein an einen Film von 85. Genau. Also du hast halt 4 Marines. Also Arnold Schwarzenegger. Genau, Arnold Schwarzenegger. Egal. Hast halt 4 Soldaten, die müssen halt ihre Mission. Genau. 4-1 kam. Das ist ähnlich wie Soldaten und einer. Friday the 13 in dem Spiel. Du hast quasi jetzt einen, der spielt den Predator. Predator, genau, und 4 Soldaten. Und die 4 anderen spielen halt die Soldaten. Die müssen halt Missionen erfüllen und die Aufgabe von dem Predator ist es, die Soldaten halt drin sind und zu töten. Genau. Und dann gibt es halt, mehrere Missionen, die sie absolvieren müssen. Und alles und, findet im Wald statt. Und oh, nö, und, keine Ahnung. Ja, ich hab Also, zwei, so, so, keine so, Kampagne, so, so, ist halt ein reines Dschungelmäßig sein, auf ja, jeden Fall. Ja, es ist halt ein reines, Dschungel, genau. Reines Online-Spiel. Genau. Reines Online-Spiel. Ja, reines Online. Es gibt keine Kampagne. Es gibt 4 Klassen für Daten. Ja, kennt man aus dem Schieß. Einmal so wie Dingens, ne? So wie. Weiß der Scheiß. Weißt du, der 13. Freitag, der 13. Ist ein anderes Spiel. Der Hunter jetzt nicht anders. Ach, Dead by Daylight? Ja, genau. Naja, da kannst du dich ja nicht wehren. Da machst du nur den koschen Generator fertig und fertig. Und das kannst du nicht zurückballern. Würde mich schon mehr interessieren als der Padella. Ja. Das fand ich langweilig. Hätte ich mal gesehen. Ist halt momentan Wochenende kostenlos bei Steve. Nee. So, Batteriecheck machen? Nee, da bin ich nicht so. Ja. Nee, du lass mal, ne? Also von den 4 Klassen soll ein Assault geben: so ein Allrounder mit einem Sturmgewehr. Dann halt ein Scouter, den Aufklärer. Ja. Ich glaube, ein Heiler irgendwie. Ein Sniper und ein CQB. Der wohl sich auf die Schrotflinte spezialisiert. Ja, man kennt das ganze Prinzip, ist halt im Franchise von Predator angesiedelt. Genau, Soldaten kann man wohl alles anpassen: Geschlecht, Haare, Hautfarbe, Plip-Dap-Flo. Levels ist halt dementsprechend Ausrüstung auch freischalten. Nase und Wangenknochen auch? Wohl ja. Schwachsinn entscheiden. Ja, bist du für dich, ne? So 100 Jahre lang doch irgendwelche Feinheiten machen. Und dann ist er erst Mission hier aus dem Helm. Den blende ich auch. Siehst du nie mehr. Doch, habe ich bei Glück was immer gemacht, da kommt man den Helm mal aus. Ja, gut, bei WoW auch machen. Beste. Weil ich brauche mal so 2 Stunden für die Charakterstellung. Weiß andere Leute. Ich weiß, wir haben damals, wir haben angefangen mit sie aus online, das hat lange gedauert. Fabi, bist du fertig? Ja, nee, ich muss noch mal kurz die Haare machen. Ja, okay. Fabi, bist du fertig? Naja, die Wangenknochen gefallen mir noch nicht so sehr. Und dann, der muss ja alle looten, ne? Der Loot-Geier. Ja, wirklich, der hat jeden Scheiß hat der da gelootet. Ich sag, Fabian, wir müssen hochleveln, das ist ja uninteressant. Nee, lass mal gucken, was hier drin ist. Da war immer nur Scheiße drin. Das ist beim Mass Effect auch immer so. Boah. Das ist ja was anderes. Die NPC sagen mir, komm schnell, wir müssen rennen. Ja. Ich gehe da auf die Treppe hoch, was ist denn hier noch eine Kiste? Oh, hier noch eine Kiste. Das Feuer kommt näher. Ja, jetzt ruhig. Da entdeckst du mal die Waffenmods, das ist wichtig. Beim Mass Effect ja, aber bei Sachen wie World of Warcraft und Elder Scrolls Online, das ist total uninteressant. Da geht das im Late Game, also im Hauptspiel quasi. Ach so, okay, jetzt habe ich verstanden, was du sagst. Ja, ne, weil ich Late Game gesagt habe. Nee, weil das ist, als du übersetzt hast, Late Game kenne ich nicht das Wort. Ich spreche ja nur Deutsch eigentlich. Halt Maul. Gut, ja. Im Early Game, ne? Also, das war jetzt ja Predator Hunting. Kann man da rumstrunkeln? Rumstrunkeln, das war so geil. Das war mega. Das war ein Typ, wo ich bei Hand gezockt habe letztes Mal. Okay, ich circle von rechts und du circles von links. Was machen wir jetzt? Ja, wir circlen. Ich sag, du meinst, du gehst rechts, ich geh links rum. Ja, genau. Ich sag es doch. Ja, circlen im Kreis. Circle, Alter. Aber ich habe ich vorher auch noch. Oder flanken, kannst du auch sagen. Oder flanken, ja, flanken, dann verstehe ich. Flanken. Flanken, meinst du? Aber mit Sam. Oh, ich bin Half-Flanken. Er ist close. Sag aber, er ist nah und du hast halbe Energie. Halbe Energie. Halbes Leben. Ja. Und ich bin fast tot. Oder am besten mal noch, ich höre Steps. Ja, ich höre auch Schritte. Ist ja auch egal. Ja, Fazit, Predator Hunting Grounds. Ja, was ist ein Fazit? Ja. Wenn es momentan nur für PS4 ist, ich kann einen Shooter auf PS4 nicht zocken. Also, ja, du bist halt so mein Manko. Gibt's schon einen Trailer davon? Ja. Können wir beim nächsten Mal machen. Bist ja so bis April haben wir noch Zeit. Du bist ja so ein Controller. Legastheniker. Legastheniker, ja. Scuff-Controller empfohlen, fertig.
Aber mittlerweile habe ich es, also, es geht schon besser geworden, weil ich halt viel Dark Souls und sowas zocke oder hier Sekiro und sowas und Star Wars. Hab ich schon gewöhnt. Gut, ja. New World. Ja. Das neue MMO Survival Sandbox-Spiel von Amazon. Wurde umgekrempelt von Survival auf Open World. Bam, jetzt habe ich es dir gegeben. Nee, es wurde umgekrempelt von rein PvP auf PvE und teilweise PvP. Ja, soll PvE und PvP geben. Ist ja auch so egal. Die wichtige Frage ist, gibt es eine Collector Edition? Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt entsetzt. Ja, sorry. Zu jedem Spiel erstmal zu Collector Edition zu sagen? Wenn man so Sachen findet, dann für manche Spiele, aber da halt nicht. Also es kommt im Mai diesen Jahres raus. Am 26. Ist halt Sandbox-MMO und spielt auf der Insel Eternum. So, genau. Das ist eine große Amazon, Insel. Ne? Ist Amazon Games, genau. Da kriegst du bestimmt bei Twitch Prime immer diese Drops, die Loot-Drops für das Game. Ja, das kann sein. Soll angesiedelt sein auf Mitte 17. Jahrhundert? Ja, die Zeitepoche ist quasi unser, also Amerika 17. Jahrhunderts, aber in einer Fantasy-Welt. Genau. Also es ist nicht unsere Welt. Nach Britisch-Amerika empfunden. Genau, mit irgendwie paranormalen, übernatürlichen und Fabelwesen. Genau. Mischmasch. Also okay. Ich bin den Trailer mal gesehen, richtig geil aus. Also, Trailer sind immer geil. Ja, also, die Intro, das ist so die Frage. Cinematics sind geil aus. Könnte es das nächste WoW werden quasi? Es gibt ja so viele Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus, wie man es kennt hier, Atlas, Ark, dieses Survival-Ding, also, Sandbox und halt ein MMO wie Elder Scrolls, Guild Wars, WoW. Ob der Spagat gelingt, man weiß es nicht. Ja, du kannst aber... Es gibt ein Crafting-System, du kannst ja Ausrüstung craften, du kannst Häuser bauen, du kannst ganze Burgen, Siedlungen bauen, farmen. Okay. Und cool. Es soll auch so Mystery- und Horror-Elemente wohl im Spiel geben halt, ne? Also, was ich so gesehen habe, war richtig geil aus. Da haben sie das, der irgendwie, der so eine Art Kopf, so eine Skulptur, also jetzt im Trailer. Ich 1000 Jahre in der Vergangenheit, dann kommen irgendwann mal so die Römer an, die Römer, und die sehen halt, finden das dann, werden davon irgendwie korrumpiert und übernommen. Dann kommen später halt die, ich sag mal, Inquisitoren mit ihren Musketen, werden dann von diesen untoten Römern überrascht. Sah gut aus. Können wir am nächsten Mal auch gerne Reaction wieder machen. Ja, können wir machen. Ja, und noch von Closed Beta, also wer es schafft. Ja, ich leider nicht. Ist im April wohl dieses Jahr. Ja, bestimmt. Da würde mich nicht wundern. Alle Idioten kriegen das. Genau. Ja. Also, ich muss sagen, ich hätte Bock drauf. Allein schon, ist ja so eine Mischung aus Survival Sandbox, ne? wie Ark oder Core and Exiles und halt wirklich MMO. Also, du hast da viele Missionen, du hast PvE-Welt. Ja, ausruhen auf jeden Fall. Ja, PvP war ja früher eigentlich Haupt-PvP angesiedelt, ist aber nicht mehr. Wir haben gesagt, komm, das ist nicht so dolle, machen wir nicht. Aber kannst du machen, wenn du willst. Du kannst es wie auf World of Warcraft anschalten. Ja. Also, du bist in der Welt unterwegs, sagst du, ach komm, Bock auf PvP, drückst den Knopf, bist dann markiert für PvP, wenn auch einer kommt in der PvP an, dann klopfst du auf für Runke. Ja. Ja, das ist natürlich cool. Aus. Das wäre cool gewesen damals auch bei WoW. Ne, hast ja deine PvP oder PvP-Server nur gehabt. Ja, und aber es. Momentan haben sie gesagt, du drückst dann auf, bis PvP. Ja, das sagt, was ich mich als Frage ist, wenn das hätten sie damals bei WoW auch machen können. Gut, jetzt haben sie es gemacht, jetzt später als nie. Aber wenn du das wirklich so bauen kannst, ne, wie bei Ark und sowas alles, wie ist das da mit dem Raiden? Also, dass du dann quasi angegriffen wirst. Ist das dann nur kaputtbar, wenn du jetzt auf den Knopf drückst und sagst, ich will PvP machen? Oder sind ja Gebäude ständig in Gefahr? Ja, das ist die Frage. Ja. Wenn ich wüsste, okay, ich bin jetzt hier auf einem Server und mir kann erst dann mal passieren, wenn ich quasi da bin und PvP anhabe. Und wenn ich offline bin und penne, ist das gesichert. Dann würde ich sagen, okay, gerne auch auf dem offiziellen. Ja, ist ja meist so. Wir haben auch bei Atlas. Ja, Atlas ist eine Story für sich. Nimm den anderen Weg, Angelo, ne? Ja. Also, wenn das nicht so ist, dann gehen wir auf den Server von Frankie und gut ist. Garantiert nicht. Erstmal kann der nicht, der macht nur Scheiße, holt irgendwelche Mods drauf und alle paar Tage müssen die Server gewiped werden. Nee, dann auf jeden Fall. So mit dem Hardware-Defekt vom Provider. Ja, klar, mit dem Zocki auf keinen Fall mehr. Ja, bin mal gespannt, ob da ein großer Kuhn Amazon landet damit. Vielleicht frisch, ne? Wäre nicht. Ja, wäre nicht schlecht. Ja. Also kalte Füße hat man. Find's interessant. Total kalt. Gut, kommen wir jetzt zu Cyberpunk 2077. Ist ja quasi der große Spiel, der größte, was dieses Jahr erwartet wird. Ja. Ich würde sagen, mich nicht so sehr. Mich auch nicht so sehr. Mich schon. Bock drauf. Ich glaube, ich hätte auch das, was ich bisher gesehen habe, genau. Mega. Aber. Ich bin halt nicht so der Story-Spieler. Ich mag das mehr, wenn das auch online. Wenn das jetzt online wäre, dann wäre das was anderes. Aber nee, Story finde ich schon gut, aber ist das nicht so mein Setting, wie so schön nach dem Deutschen. Ne? Also ich finde das wirklich mehr so Fantasy-Rollenspiele. Das ist noch mein Ding. Also Fantasy-Welt. Was ich gesehen habe, finde ich nicht schlecht. Ein bisschen wie Deus Ex damals. Ja, ja, genau. Das Setting finde ich geil, muss ich sagen. Ja, ich bin halt nicht so der Steampunk-Front. Ja. Nee, gut. Ja, es ist. Reiner Einzelspiel, also Singleplayer? Ja. Aber gut, trotzdem, das, was ich gesehen habe, fand ich schon geil. Ja, du hast halt eine Riesenwelt. Halt und ne? Ja, es ist halt Mission und hier. Soll ja auch Keanu Reeves wohl so eine Figur drin spielen. Johnny Silverhand.
Ja, da machen viele mit. Oh ja, der Mads Mikkelsen, ja, der ist ein Schwede, Norweger, der den Hannibal gezockt hat in der Serie. Okay. Der Entwickler ist das Project Red, der auch Witcher 3 gemacht hat. Polnisches Entwicklerstudio. Die machen gut, also überlegst Witcher, ja. Geile Sache. Und das Spiel den an das Pen and Paper Cyberpunk 2020. Genau. Habe ich nie gespielt. Aber ich auch nicht. Ich kenne es, aber nie gespielt. Damals habe ich DSA habe ich gezockt, Dungeons & Dragons, Herr der Ringe, Pen and Paper habe ich auch schon gezockt, aber ja. Ich bin ja nicht so der Science-Fiction-Zocker. Also, ja, ist auch Open World, ne? Eine Stadt irgendwie mit 6 verschiedenen Gebieten. Ja, riesengroß. Ja, ich weiß nicht, vielleicht werde ich es mir holen. Und, also seine Figur kann man auch wohl anpassen. Ja, alles anpassen. Ja, für dich, ne? Charakter-Editor, jawohl. Ich kann sogar die Augenwimpern einzeln begradigen. Ja. Geil. Dann jetzt, vielleicht doch. Jetzt wird natürlich einer sagen, oh, guck mal, da hat er wieder nur darauf geguckt. Das soll wohl auch wie bei Witcher 3 geben, dass du mit NPCs sexuelle und romantische Beziehungen... Ich wusste, dass das wieder kommt. Ich bin aufgelauert. Das geht übrigens im Mass Effect auch. Ja, genau, Mass Effect geht das auch. Geht das auch? Ja. Wir können es gerne spielen. Mass Effect kann das gerne. Ja, hoffe ich auch, dass wir das machen. Ja, wann denn? Aliens haben quasi. Ich will jetzt Termin, jetzt vor Kamera. Da haben wir es hier. Ja, komm, lass uns jetzt mal Zeit. Ich muss es mal wieder Teil spielen. Mach das mal ruhig. Schatz, zieh das Kostüm an. Ja, ich hab's ja installiert. Machst du mit? Ja. Ich hab ein Mädchen. Alles klar, wir machen alleine. Wir wissen mindestens Sonntag. Sonntag ist mal schlecht. Warum? Warum? Guck ich immer Film und Serien. Guck ich immer Film und Gerrit. Ja. Ja, mal gucken. Es gibt was war das diesmal Samstag und Sonntag dann? 3 Charakterklassen. Wobei. Cyberpunk. Echt? Gibt doch, ja, Klassen? Netrunner soll ein Cracker sein, irgendwie. Keine Ahnung. Ein Trucker? Ein Cracker. So, also ein Cracker. Ein Cracker. Ja, ist ein Cracker. Ja, so ein Cracker. Ein Cracker. Dann ein Techie, der. Hier Streichhölzer? Achso, ist nur Kleber. dann so ein Techie, der wohl auf Maschinen spezialisiert ist. Ja, schmecken die Scheiße rum, wie ist das? Ja, schon mal? Ja, ne? Alle sind leer und die Dinger sind voll. Der auf Maschinen spezialisiert ist und ein Solo, der wohl auf Kampf basiert. Also. Jo, der Cracker ist halt Zukunftsspiel, ne? Das ist halt Cracken. Ja, Cracken, ja. Oder Hacken. Cracken, Hacken. Also grafisch und auch schon ein geiles Spiel. Es sollte wohl jetzt am 16. April rauskommen, aber wurde verschoben am 17. September. Genau. Boah. Und? Ach ja, stimmt, hab ich auch gehört. Xbox und PS4 sind wohl zu schwach, deswegen laut Insider ist deswegen das Spiel verschoben. Mhm. Aber deswegen muss ich sagen, diese Verschieberei finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich warte lieber noch ein halbes Jahr und dann wird ein super Spiel, als holt er die Polter raus und dann immer mit Patch verbessern. Genau. Ja, warte, irgendwas, warte lieber. Und wenn ich noch ein Jahr warten muss. Und wie teuer? Wie gibt's Collector's Edition? Das kurz auf Steam schon. Also ich weiß, dass Nike auf jeden Fall eine Special Edition von Cyberpunk rausbringt. Meine, ja, Schuhe, meine, ne? Ja, die kamen schon, raus. Ja, ist ja Standard, haben wir auch vor Gamescom, habe ich die gesehen. Habe die sogar fotografiert. Aber sind, glaube ich, schon im Verkauf. Oder waren im Verkauf. Die sahen richtig geil aus. Apropos Nike, die bringen jetzt auch einen neuen Schuh raus, ne? Den von Zurück in die Zukunft, diesen selbstschnürenden. Ja. Nochmal eine neue Variante. Ach, cool. Ja, dieses System haben wir Deutsche erfunden. Die haben das in Altersheim getestet. Bei älteren Leuten, ja, die ihre Schuhe nicht immer selber zubinden können. Da kennt er sich wieder aus, das ist seine Szene. Mal gestern wäre zu Besuch gewesen. Aber. Soll auch raus. Na, Ingo, alle klar! Ah, Edelbert, hör mal. Ja. Dein Kumpel. Ingo, na, du alte Socke. Nein, aber witzig, das funktioniert wirklich. War das so groß noch, das Teil? Hast du da so draufgesetzt? Mit so einem Kompressor? Das ist schon geil. Ja, soll für PS4, Xbox, Google Stadia und Stadia ist ein Reinfall. Und PC halt rauskommen. Ja. Also nicht so den gewünschten Erfolg, ne? Nee, leider nicht. Kann man ja schon, kannst ja schon vorbestellen. Kacke aus. Ich meine jetzt Cyberpunk. Achso, ich dachte, das ist ja. Der. Und es soll auch von der Ausrüstung so verschiedene Versionen mehr geben. Ne? Von ungewöhnlich grün bis zu episch und so. Also ja, wie das bei muss jedem, ja sein. Wie bei jedem Steigern. Rollenspiel irgendwie so, ne? Das war für die, der Loot Geier hier. Symbole da aufblinken sehen. Von ist der bringt das. Wer ist denn der Publisher? Ist so Project Red, oder? Oder sind es die nur Entwickler? Der Publisher ist. Das weiß ich jetzt leider auch nicht. Aber egal. Irgendein bekannter bestimmt. Ja. Macht hier nicht der Ernie von der Tankstelle. Ernie. Der Ernie. Ja, gut, Cyberpunk. Ja. Weiß nicht, ob ich ihn hole. Keine Ahnung. Ist das nicht so meins, diese Science-Fiction-Cyberpunk-Klamotten? Ja, Steampunk, Steampunk. Halt, also ich fand halt Deus Ex damals schon cool. Den ersten Teil, dann kam mir Mankind Divided. Deus Ex habe ich auch gezockt. Fand ich nicht schlecht. Ja.
Man muss sich halt so ein bisschen dran gewöhnen. Und diese Egos-Perspektive dann in so ein Rollenspiel, aber. Ja, ich brauche halt Wälder, Ruinen, Burgen, ja. Orks. Ja, auch, sag mal so, weiß ich, hoffe, bei Cyberpunk. So wie Nachbarschaft hier, weißt du? Ruinen, Burgen, Orks. Ja. Genau. Ich hoffe mal, dass bei Cyberpunk das ein bisschen besser ist mit Waffen dann so, weil bei Deus Ex war es ja so, dass du eher mehr geschlichen bist und selten deine Waffen benutzt hast eigentlich. Ja. Ja, ich hoffe, dass da ein bisschen. Du bist ein bisschen ranzig, wenn du eine Folge machen wolltest. Ich wollte alle Fußball gucken. Ja. Gut, Cyberpunk kann man machen. Okay, jetzt habe ich noch zwei Sachen, die hab ich nicht aufgeschrieben gehabt. Einmal Temtem, haben wir von drüber geredet. Das neue PC-Pokémon-Spiel, kann man sagen. Also das gleiche Pokémon in allem, nur nicht in den Pokémon, also in diesen Temtems. Die sehen alle anders aus. Das ist halt wirklich die Pokémon. Also ja, von der Aufmachung her. Da habe ich echt überlegt, ob ich mir toll. Für 30 Euro momentan Early Access, ich mag ja solche Pokémon-Dinger, habe ich früher schon gemacht. Dieses Sammeln, dann dieses Aufrüsten, also aufleveln quasi. Auf welcher Plattform? PC. Deswegen spiele ich ja Pokémon Go. Ja, ich zocke ja noch Pokémon nebenbei auf dem Gameboy, den ich mir bestellt letztes Jahr. Ja, du hast ja halt, wie gesagt, es geplant sind 6 Gebiete. Momentan kannst du im Early Access 3 davon spielen oder besuchen. Mhm. Von 161 Monstern kannst du im Moment 80 fangen. Am Anfang kriegst du wie bei Pokémon 3 Starter-Pokémon, 3 Temtems, Starter-Temtems. Ja, ist halt schwer. Ja, Pokémon. Und es ist ein MMO. Du kannst entweder alleine, kannst. Das ist natürlich geil. Oder kannst du halt zusammenzocken. Okay. Zu zweit kannst du die ganze Kampagne, Missionen von Anfang bis Ende durch. Grafisch, ich hab da ein bisschen was gesehen, so ein bisschen dieses Cartoon-Style, ne? So. Ja, genau. Geht halt echt wie Pokémon ein. Ja, es ist halt wirklich. Also, du denkst, du bist ein Pokémon, aber die Dinger sehen anders aus. Und mit dem hohen Gras und so ist 1:1. Ja. Ja, gut, also ich bin wirklich überlegen, ob ich das nicht mal. Ja. Es würde mich ja schon interessieren. Okay. Vor allem mit diesem MMO, also mit diesem Mehrspieler-Dingsbums. Mhm. So viel zu dem. Ja. Und jetzt habe ich noch Ark Genesis, was ja verschoben wurde. Sollte eigentlich jetzt im Dings rauskommen, im Januar, glaube ich. Und jetzt haben sie es auf den 25. Februar. Okay. Nochmal hin. Der Grund ist, die wollen mal ein bisschen an Feinstift und Balancing arbeiten. Finde ich auch nicht schlecht. Können sie gerne machen. Hauptsache, das kommt gut raus. Ja, du hattest ja noch einen. Ich bin nicht fertig. Er scheint in 2 Teilen. Also jetzt kommt der erste und der zweite kommt quasi im Winter. Irgendwann dieses Jahres. Okay. Neue Kreaturen, irgendwie also so eine quasi Riesen. Eine Erweiterung auch für Ark selber? Oder ist ja, es ist also okay. Es ist die erste, quasi das erste, oder nicht das erste, ein richtig großes neues Addon. Okay. Addon, nicht so ein richtiges Addon. Ich glaube, 2 oder so gibt es ja schon, oder so, ne? Ja, so. Mehr so Map-DLCs eigentlich. Mit 2 oder 9 Viechern. Und jetzt hast du auch wieder irgendwie so eine Riesenschildkröte, auf der du auch bauen kannst. Dann gibt es dann noch so eine Feuerechse und diese neue Ressource, wie heißt die? Element, weiß ich, glaube ich, wenn die frisst, dann wird sie zu so einem Megamonster, kann sich verwandeln in so eine Beast und. Okay. Na, mal gucken. Was brauche ich nicht zu kaufen? Ich denke mal, da werde ich mir schon gewinnen. Aber. Oh. Frankie und ja, klar. Schön da ab. Und die größte Neuerung ist, dass es auch jetzt Missionen gibt. Okay. Also auf Frankie Server werde ich nie wieder spielen. Ohne Scheiß, du bist da 2 Wochen zugange, jeden Tag 8 Stunden am Bauen, am Farmen und dann einmal. Ah, aber irgendwelche Addons da drauf, packt die keinen Spanns braucht. Server-Vibe. Wir haben vorhin angefangen. Haben wir schon so oft gehabt bei Atlas, ne? Also gesagt, aber auch bei Ark. Mit denen zocke ich nie wieder. Absolut nicht. Was ist denn Atlas zusammen am Tag? Ja, ey. Ja. Ich habe noch Rainbow Six Quarantäne. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Aber ich weiß nicht, wann das kommt, aber. Ja. Wenn das so wird wie Rainbow Six. Mit diesem Zombie-Modus? Ich weiß nicht. Ich hoffe, das wird so wie Siege. Genau, hoffe ich. Zweiter Teil. So eine Fortsetzung von Siege. Ja, ich meine, aber irgendwas mit Zombies. So geil. Ich finde das Rainbow Six Siege, finde ich. Besten Kompetitiven, den ich kenne. Ja, mein Problem ist, ich habe also nicht so ganz die besten Augen, deswegen erkenne ich die Gegner nicht. Ganze Glas nehmen. Außer mit dem Bild. Genau, mit dem Bild habe ich ihn getroffen. Habe ich direkt gesehen, da ist er doch. Habe ich auch getroffen. Ja, damit komme ich gar nicht, glaube ich. Er killt alle damit. Jetzt haben wir ja schon. Kann das überhaupt nicht. Aber haben wir schon oft genug beredet in letzten Podcast-Folgen auch, dass die Grafik heutzutage so gut ist, dass ja die Figuren mit der Umgebung verschmelzen. Ja, auf jeden Fall. Bestes Beispiel Battlefield haben wir schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß. Und der Trick mit dem Schwarzwert ist gut. Monitor. Ja, der Monitor. Wenn der Monitor den passenden Monitor hat. Habe ich den vorhin ja gezeigt bei Hand. Ja. Das hast du euch gesehen. Du hast dunkel, du wird immer heller. Ah! Ja. Also ja, ist schon geil. Und Watch Dogs Legion dann auch noch, ne? Ja, soll Ende des Jahres oder so auch erst kommen, ne? Ja, es kommen so viele. Weißt du, wenn wir jetzt, dann würden wir jetzt, glaube ich, 2 Stunden sitzen, wenn wir wirklich alle Spiele hier rauskommen. Ja, aber welches auf jeden Fall kommt, auf jeden Fall ist bestimmt Skull and Bones. Das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Skull and Bones. Skull and Bones. Ich vergesse nicht lesen, aber okay, stimmt. Ich hoffe, das kommt auch für. Das kommt nicht. Das kommt nicht. Ja, da wird nicht mehr erscheinen, Skull and Bones. Ja, da haben sie einen Trailer mal gemacht und fertig. Ja, das wäre schade. Was wir gesehen hatten von dem Trailer, war geil. Ja, ich hätte auch wirklich Bock drauf. Das ist mega. Das gibt ja auch mittlerweile Gameplays schon. Ja, die waren von vorletztes Jahr waren die. Sind von vorletztes Jahr. Also auf der E3, wo die waren. Vorletztes Jahr waren die. Das wird nicht mehr kommen, glaub mir. Du bist da keine Infos davon. Aber sehr, sehr schade. Für E3. Sony ist ja nicht dabei.
letztes Jahr schon nicht und ja auch wieder nicht. Ja, vielleicht haben sie auch Verbot, weiß er nicht. Ja. Ja, vielleicht wollen die zu viel Kohle haben für die Stände. Dafür haben sie ja jetzt bei der Gamescom wahrscheinlich noch eine zweite Halle an. Ja, das kann genau. Die waren ja dieses Jahr schon, letztes Jahr schon so. Ja, aber nicht mal, es kommen noch mehr Menschen zur Gamescom als zur E3. Ich habe Urlaub übrigens, ich weiß gar nicht, was bei euch. Auch. Ja, wir haben hier Freitag, da wollten wir doch hinfahren. Ja. Ich habe 3 Wochen oder? Ja, wohl, bitte. Was müssen wir nochmal? Wann, wo? Ich habe mir schon von Donnerstag bis Donnerstag, Freitag. Ja, wir wollten an den Freitag, weil da ist ja noch keine Ferien. Ja, genau. Und dann hast du morgens genug Zeit. Der Rest ist auch dabei, den habe ich schon darauf eingeschworen. Ja, dann, also ich werde wahrscheinlich nicht eine ganze Woche da sein. Der kommt auch mit, sehr gut. Dann, ja, dann brauchen wir einen Kameramann. Ich muss noch 2 Autos fahren. Dann werde ich auf jeden Fall frei nehmen, dass ich dieses Jahr auch mitkomme. Das auch rein. Ja, was, hattest du das hier mit dem Fuß? Mit, ne? Wenn wir alle zusammen noch fahren wollen, passen wir nicht alle rein. Ja. Wieso? Nevio. Nein, Nevio kommt ja nicht in der Schule. Ich fahre mit Nevio am Samstag nochmal. Micha ist wieder krank und von da passt das doch. Der Arme. Dieses Jahr will ich mitkommen. Letztes Jahr hat es leider nicht funktioniert. Dieses Jahr wohl nicht eine ganze Woche da sein. Ja, gut, wir fahren Sonntag nochmal zusammen. Aber ich habe auch noch eine kleine Info, was ich jetzt gelesen habe. Eigentlich eher mehr für Xbox-Spieler. Ja, Samstag, oder so. Nicht Sonntag. Division 2 soll wohl in den Game Pass mit rein. Dass man das dann umsonst. Oh, okay. Also, da habe ich schon. Aber Skull and Bones. Wer glaubt jetzt daran, dass es erscheinen wird? Mal alle mal aufzeigen. Also glauben nicht, ich hoffe es. Ja, wer hofft? Ja, ich hoffe immer so. Es sah, geil aus, aber da kommt nichts mehr. Skull and Bones ist so ein Running Gag geworden mittlerweile. Aber du hattest auch noch ein Spiel vorgeschlagen, Commandos 2 HD. Commandos 2 HD. Oh, das war damals schon so kacke. Nein. Aber Commandos 2 ist mal ohne Scheiße. Ja? Ist wohl letztes Jahr im Dezember schon rausgekommen. Nein. Doch, hab ich gelesen, doch. Guck jetzt mal raus. Hab ich auch geschrieben. Ist auch egal. Ja, ich glaub zwei Zeilen. Kommt, ist im Dezember letztes Jahr rausgekommen und spielt sich ähnlich wie Sunstrike wieder. So. Ja, aber halt mit der Grafik, gut. Ja, okay, wir wollen noch mal Runde Abschluss. Ja. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben dies nicht live gemacht, weil wir haben eine neue Kamera und wir haben letztes Mal wer uns regelmäßig sieht, ne, bei YouTube, der weiß, dass wir sonst immer 3 Kameras haben, wo ich immer hin und her switche, aber jetzt haben wir uns gesagt, ich habe mir gedacht, ist mir zu viel Arbeit. Ich habe jetzt hier die dicke, fette Kamera von Canon. Die hat 50 Frames statt 30, wie die Webcam, die sonst immer benutzt haben. Bestes Bild und deswegen. Unscharf, oder? Nein, sieht es gut aus. Ich habe hier auch einen Bildschirm. Ja. Gut, wie gesagt, danke fürs Einschalten. Ja, danke. Und hier, könnt ihr mal hier gerne ein Abo dalassen. Ja. Ich bin nicht fertig. Warte, ich wollte mein Handy hinlegen. Ja, wir machen das. Ja, ganz Ruhe hier. Mal ab, Moderation. Wie gesagt, danke fürs Einschalten. Ich bin nervös. Könnt gerne abonnieren. Genau. Und mal liken. Und euren Freunden vorstellen. Kommentare da lassen. Genau. So, und wie immer, fangen wir an. Letzte Worte. Fight for the right. Fight for the truth. And the truth is out there. There. Yes, man. Und dieses Serum übrigens von, ist eine Hommage an den Mudo.de mit seinem, und los geht's. Ja. Deswegen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, haut rein.